Erinnert ihr euch noch an Necromania? Ihr wisst schon, der Pornofilm, der von B-Movie-Meister Ed Wood höchstpersönlich gemacht wurde. Falls nicht, nun, es gibt mehr als nur den hier. Wow, das war mal ein wirklich hässlicher Dinosaurier, als ob ein Kleinkind mit seinem Spielzeug spielen würde. Und jetzt kommt mir nicht, es ist ein Pornofilm. Vergiss nicht, Edwards frühere Filme, Plane 9 from Outer Space und Glenn und Glenda waren in Kinosälen. Außerdem, wir hatten doch schon mal ein Porno mit Dinosaurier, die Insel der Dinosaurier. Und da gab es gute Dinosaurier-Effekte, also gibt es gar keine Entschuldigung dafür. Und jetzt guckt euch an, wie sauber das Fell dieser Höhlenmänner sind. Das müsste viel dreckiger sein. Es gab keine Wäsche damals im Steinzeitalter. Die müssten voll verdreckt sein, alle. Ach ja, da gibt's noch diese paar Szenen in dem Film, da wo man hier diesen orange-gelben Filter benutzt hat. Keine Ahnung warum. Es sieht einfach aus, als ob jemand auf die Kamera draufgepisst hätte. Es ist einfach nur hässlich. Nee, ich bezweifle stark, dass es im Steinzeitalter schon das Peace-Zeichen gab, obwohl dieser Typ höchstwahrscheinlich einer wäre, der nach Woodstock gehen würde. Also ja, das ist ein sehr lustig, trashiger Film. Die ganzen 22 Minuten kann man sich auf YouTube angucken. Man musste die restliche Zeit rauscutten, weil Nacktheit ist auf YouTube ja nicht gern gesehen. Also ja, ihr könnt entweder die 22 Minuten hier gucken oder auf irgendeiner Erwachsenenseite das ganze Ding gucken, aber das Wichtigste ist auf YouTube die ganzen Slapstick-Szenen und ja, dafür lieben wir die Ed Wood. You go back and pass the word. Nobody goes near the opening. Nobody goes near the opening. Nobody goes near the opening. Ach ja, was für ein schöner Tag für Urlaub. Ah, ich bin ein Kommunistendinosaurier und ich hasse Captain America. Wah, 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 wah. Immer noch besser als die Effekte in dem Film.